Aber keine Ahnung, ob sie die hier auch nochmal rumplatziert haben, die Kisten. Ein bisschen zumindest. Ich bin der Meinung, dass man die jetzt ein bisschen einfacher holen kann. So. Das heißt, auf in die nächste Runde. Und dann bleiben wir hier nämlich komplett innen. Ja, das Problem ist halt, dass man hier wirklich viel fahren muss zum Anfang. Außer man ist halt so gut mit dem Driften, dass man sich die ganzen Kisten hier holt. Zack. Genau, hier mussten wir ja so fahren. Muss mal die Bremse drücken. Ah, vielleicht kriegen wir auch sogar alle Kisten. Das wäre natürlich nochmal ein bisschen komfortabler. Runterfallen links, runterfallen rechts. Runterfallen rechts. Ja, ich springe hier gerade explizit nicht. Zack. Runterfallen links. Fuck, man, da habe ich mir den Booster einfach mal geraubt, weil ich gebremst habe. Und uns hier die Nummer 3. Aber wie gesagt, wenn wir hier die ganzen Kisten bekommen, denken wir hier auch wieder eine 2,35 oder sowas. Sind wir auf jeden Fall gut. Wenn wir dann hier wirklich die restlichen 9 Kisten nochmal bekommen. So, ich bin der Meinung, dass wir hier jetzt alle Kisten haben. Dass wir halt hier wirklich komplett mal ein bisschen durchpowern können. So, beim nächsten hier nicht, hier müssen wir rechts. So, extra den Booster nicht mitgenommen. Auch hier haben wir alle Kisten. Jetzt müssen wir die Einsicht hier noch bekommen. Auch die haben wir, sehr schön. Es ist halt schon immer eine Anspannung. Kriegen wir jetzt alle Kisten, kriegen wir nicht alle Kisten? Runterfallen links, glaube ich, war es. Ja. Runterfallen links. Und da war es auch nochmal runterfallen links. So, dann haben wir auch hier alle Kisten. Hier haben wir alle Kisten nach dem Sprung. Hier, glaube ich, haben wir auch nur eine Kiste noch, die wir holen müssen. Und die steht mittig. Hier haben wir nur noch dann einmal eine mittige Zweierkiste. Hier haben wir nur noch eine Einserkiste. Damit ist es nur noch eine Kiste hier am Start. Und das war die Zweierkiste kurz vor Start und Ziel. Und auch die können wir uns hier genehmigen. Und damit sollten wir hier eigentlich easy die Dingens haben. Die Goldzeit haben. Hui. Aber auch wieder sehr, sehr knapp geworden. Wenn ein bisschen mehr driften, mehr boosten. Ja, bei den Sprüngen halt, den Boost halt hochhalten, dann wäre es auf jeden Fall gewesen, aber so nochmal auf Nummer sicher, weil man hier doch relativ einfach die 10 Kisten holen kann, oder alle Kisten holen kann, die 10 Bonussekunden sich holen kann, bin ich da jetzt auf etwas Nummer sicher gegangen, nach der ersten Runde, wo ich dann gesehen habe, wieder, hey, pass auf, da und da sind die Kisten, die einzigen Kisten, die ihr ein bisschen verkacken kannst, sind halt die nach Boost, die Sprungkiste, beziehungsweise bei den anderen, Sprungkisten, wo du halt landest und ja, wenn du da halt dann drüber springst. Ansonsten auch da ganz okay, gut. Damit haben wir auch die nächste Strecke abgeschlossen. Damit sind 3 Strecken schon mal durch. Luftbahn weg. Nitrohof weg, also Kampfdingsterbums da weg. Oxidstation weg. Und somit haben wir noch Engine Labor und einmal die Burg Cortex. Da haben wir als erstes hier die Cortex Burg. Urburg, Cortex. Und das haben wir aktuell so 32 Minuten. Ist okay, wenn wir eine Stunde für alles brauchen. Das sind immer 2, 4, 6, 8 Rennen. 9 Rennen mit dem Edelstein. Das eine haben wir neu starten müssen. Das heißt, wir haben eigentlich 10 Rennen. Ist okay, sind wir eigentlich ganz okay mit bei. Mit 32 Minuten aktuell. Sind auch sehr, sehr lange Level. Das muss man dazu sagen. Und jetzt auf geht's. Mal gucken, vielleicht ziehe ich es heute auch komplett durch, weil ich habe eigentlich schon Bock, hier das Game zu beenden, weil dann kann ich es halt rennen, kann komplett hochladen alles. Was mir eigentlich ganz gut passt, dass ich halt dann sehen kann, pass auf, so und so weit bin ich.
im Datum halt. In Sachen, pass auf. Ich habe jetzt bis dahin CTR-Videos und kann dann halt damit auch arbeiten. Dann kann ich halt auch mein Nachfolgeprojekt, wer bis hier noch dran geblieben ist, auf jeden Fall ist das Nachfolgeprojekt, das kann ich schon mal hier spoilern, für die zwei, drei Leute, die vielleicht das komplette Video schauen. Es ist Resistance 1 für PS3. So, natürlich, da ist es die Abkürzung, aber dort ist der gute Buchstabe nämlich nicht. Den nehme ich hier hinten. Fuck, Mann, okay. Das heißt, wir brauchen da gar nicht rüber boosten. Also, naja, springen. Wir können uns da einfach tragen lassen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen interessanter dann, das zu wissen. Und das ist natürlich ein bisschen einfacher Buchstabe. Naja, nun gut, aber Resistance 1 schon lange im Kasten. Schon sehr, sehr lange im Kasten. Ach komm schon. Warum hat die Sau so einen Bogen geflogen? Und da wartet man eigentlich nur auf den... Ja, die Videos warten eigentlich nur, dass sie hochgeladen werden. Dass man die dann anschauen kann. Aber ist halt das Nachfolgeprojekt... Ach komm schon. Das Nachfolgeprojekt hier von Crash Team Racing. Das war ja von vornherein so. Geplant, also von daher alles gut. Und dann mal schauen, ob ich da denn schon das nächste Projekt aufnehme, beziehungsweise... Nee, hä? Ich muss da springen? Okay, dann heißt es, ich muss wieder im perfekten Timing springen. Das heißt, irgendwie gefühlt über die Hälfte oder bei der Hälfte springen. Ja, das ist natürlich jetzt schon mir dermaßen unlucky. Entweder ich bekomme halt gleich das... Es ist halt aber wieder... Nee, das T nicht. Das eher war... Alter, so schnell kann ich nicht reagieren. What the fuck? Koko, du Sau, Alter. Du bist hier die Schwester von Crash. Normalerweise solltest du ihm helfen und nicht irgendwie gegen ihn agieren. Du Olle. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie weit ich bin. Natürlich fahre ich da jetzt wieder rein in diesen Dingens. Wie weit ich halt im Datum denn bin. Alter, ich bräuchte halt, was weiß ich was. Ich hätte die Abkürzung nehmen müssen. Ich hätte den Booster halt... Oh. Nicht nehmen dürfen. Oh, dann drüber gesprungen. Ich weiß halt nicht, wann ich springen muss. Das ist so die Sache. Hätten sie auch ein bisschen höher machen können. Ehrlich gesagt. Ja, mal schauen. Weil GSOV 5 kommt ja auch raus. Ah, fuck, jetzt habe ich das eher vergessen. Na egal. GSOV 5 würde ich ja auch ganz gerne zum Release dann machen. Dass wir auch da das Game dann haben, weil dann ist GSOV wieder für mich halt abgeschlossen. So, mal gucken, weil ich würde ganz, ganz gerne... Mein Gott, ich kann doch hier reden, was denn los? Ich würde ganz gerne den Booster behalten. Und den dann einsetzen kurz vor dem anderen Booster, sodass ich eine blaue Flamme bekomme, dass ich dann vielleicht da besser hochboosten kann. Und halt nicht springen muss. Muss ich doch... Also ich muss drüber springen. Aber die Frage ist halt, wann muss ich drücken? Wann muss ich halt sagen, pass auf, jetzt springen? Wahrscheinlich auch mittig, so wie hier. Das hatte ich aber eben schon probiert, aber es ging nicht so wirklich. Naja, nun gut. Ansonsten sind Projekte auf jeden Fall gut Mein Gott, bleib ich doch noch hängen. Ansonsten, die Projekte sind auf jeden Fall soweit schon durchgeplant. Ich habe halt eine Liste, wie ich ganz gerne die Projekte halt machen möchte. Und es ist halt, kommt halt immer nur auf ein Datum drauf an, wie weit ich halt komme. Mit den Projekten, mit den Videos, wie weit denn das nächste Spiel ist, was dann vielleicht zum Release-Let's Play werden soll. Oder ob man da noch ein zweites Projekt zwischenschieben kann. Ah, okay. Da einfach mittig der Rampe. Komm, geh hoch. Naja. Timing war jetzt nicht so on point, aber hey. Und das heißt, auch hier haben wir nur den zweiten Versuch
auch wieder nur einen Versuch gebraucht. Beziehungsweise, ja, einen zweiten Versuch mehr. Eigentlich, ja, wir mussten einmal Neustart punkten. Ja, ansonsten, wie sieht's denn aus? So zukünftige Games, Streaming ist natürlich auch immer ein großes, großes Thema bei mir. Und da kommen natürlich nochmal, ich sag, ja, was heißt Exklusivspiele? Andere Spiele oder noch zusätzliche Spiele, wie beispielsweise Pokémon Schwert. Nee, Schild. Schild will ich mir holen, weil ich das Legendary Pokémon ein bisschen cooler finde. Diesen Wolf mit dem Schildpelzkragen und nicht diesen Wolf da, der einfach nur so stumpfen Schild im Maul trägt. Das sieht der andere halt schon geiler aus. Astralstein bin ich halt echt noch überlegen. Er sieht halt schon interessant aus, aber naja, nur gut. Halt für den Stream, Ghost Raccoon, Breakpoint und sowas. Obwohl, Breakpoint könnte vielleicht auch wieder als Let's Play kommen. Ich muss mal gucken, wie die Aufrufzahlen von Wildlands waren. Wildlands war schon mega lustig. Breakpoint würde ich halt, wenn, dann wieder mit dem Felix machen. Das war halt so lustig, aber da der halt keine Zeit hat aktuell, wird es halt wahrscheinlich auch nicht zum Release oder sonst irgendwas. Das Game war halt echt nice. Das hat echt Spaß gemacht. Und ich muss Felix echt überreden, dass er sich wieder irgendwie das denn hinkriegt, zeittechnisch, dass wir das aufnehmen können. Ja, da werden auf jeden Fall wieder Sachen gedroppt. Also, das wird man ja auf jeden Fall sehen. Nur gut, ansonsten, wie gesagt, Multiplayer, CSGO, Cars, Crash Team Racing, Multiplayer. Aber auch solche Sachen kommen natürlich auch auf YouTube teilweise. Also Multiplayers. Vor allem denn vom neuen COD. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Da haben sie mal, oder haben sie angekündigt, dass man da vielleicht sogar Nachtlevel reinhauen möchte. Dass man halt wirklich das Nachtsichtgerät benutzen muss. Bei COD 4 war es ja dieses eine Schiff, wo es relativ dunkel war, wo man halt das Nachtsichtgerät verwenden kann, aber nicht muss. Aber mal so richtige Nachtlevel, wo man halt wirklich ein Nachtsichtgerät verwenden muss, wäre natürlich mal mega nice. Dann würde man halt auf jeden Fall nochmal ein bisschen COD auf jeden Fall ein bisschen pushen. Das ist einfach dann so. Weil das würde halt dann nochmal ein bisschen nochmal eine schönere Spielmechanik alles bringen. Okay. Stimmt. Die Kiste war da kacke. Weil, darum, es fehlt halt COD manchmal so ein bisschen, pass auf. Wir brauchen was Neues. Ein Battle Royale Mode, ja gut, kann man haben, muss man aber nicht. Mir relativ egal, weil ich bin nicht gut im Battle Royale, spricht mich auch ehrlich gesagt nicht so extrem an. Muss ich halt dazu sagen. Deswegen würde der Battle Royale Modus, wenn er nicht kommt, mir auch nicht wirklich wehtun. Oder ich wäre halt auch nicht wirklich traurig darüber. Muss man halt da ehrlich gesagt gestehen. Daher ist es mir eigentlich relativ egal, ob der kommt oder nicht. Ups. Na, egal. Oh! Ich habe nicht an die Kiste gedacht, dass die halt so weit drüben ist. Daher mir eigentlich relativ wumpe, ob die... fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Mann. Ob der halt nur kommt oder nicht. So. Ich glaube, Cortex-Burg könnte ich aber auch schon wieder so eine Map sein, so eine Strecke sein, die ich halt wahrscheinlich nachspielen muss. Habe ich so das Gefühl. Weil eine Kiste kriege ich definitiv nicht. Das ist die Einser, da muss man halt ein bisschen boosten, um die halt zu bekommen.